Verwende deine eigene Technik, um dich in einen entspannten Bewusstseinszustand zu bringen. Bringe deine Absicht zum Ausdruck, diese Meditation als ein Werkzeug zu verwenden, um die kritische Masse von 30.000 Menschen aus den Vereinigten Staaten zu erreichen, die zum Zeitpunkt der Sonnenfinsternis meditieren. Rufe die violette Flamme aus ihrer primären Quelle herbei, um während und nach der Meditation einen Schutzkreis um dich herum zu legen.
bitte sie, alles umzuwandeln, was nicht dem Licht dient. Stelle dir eine Säule aus himmelblauem Licht vor, die von der kosmischen Zentralsonne ausgeht. Dann an die Zentralsonnen aller Galaxien in diesem Universum verteilt wird. Stelle dir dann vor, wie dieses Licht durch die galaktische Zentralsonne eintritt, dann durch unsere Galaxie geht dann durch Pluto im Wassermann geht. Jetzt stelle dir vor, wie dieses Licht durch die Mondfinsternis geht. Dann durch alle Wesen auf der planetaren Oberfläche und unter der Oberfläche. Und auch durch deinen Körper ins Zentrum der Erde. Stelle dir vor, wie dieses Licht die Seelensternchakren von Millionen und Abermillionen von Menschen aktiviert
und ihnen die Möglichkeit zeigt, sich der Meditation für die Sonnenfinsternis anzuschließen. Stelle dir vor, wie diejenigen, die sich dazu geführt fühlen, auch tatsächlich teilnehmen, wie ihre Anzahl die kritische Masse weit übersteigt und wie die Aktivierung selbst einen massiven positiven Heileffekt für jeden in den Vereinigten Staaten hat. Und die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika wiederherstellt, wie sie von den Gründervätern geschrieben und beabsichtigt wurde und die neue Ära des Wassermann-Zeitalters einleitet.
Sieg des Lichts.